3 Meisterschaften, 2 Supercup-Siege und das Double. Unser ewiger Capitano weiß, wie man Erfolge feiert. Auch in seiner neuen Funktion. Der BVB ist Herbstmeister und er ist ein Borusse durch und durch. Sebastian Kehl. Gemeinsam wollen wir gleich mit ihm auf die Zielgerade der Hinrunde einbiegen. Der 16. Spieltag steht auf dem Programm. Wir müssen auswärts noch mal ran. Es geht zu Fortuna Düsseldorf, dem Aufsteiger. Aber zunächst wollen wir erst einmal auf die neue Aufgabe meines heutigen Gastes schauen. Er hat allen Grund, mit einem Lächeln an der Seitenlinie zu stehen. Sebastian Kehl. Ein Name, der zu Borussia Dortmund gehört. Als langjähriger Kapitän und mittlerweile als Leiter der Lizenzspielerabteilung mit genauen Vorstellungen. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass die Spieler sich mit diesem Verein identifizieren, dass sie lernen, in dieser Stadt anzukommen, dass sie wissen, welche große Verantwortung es ist, hier in diesem Verein auch zu arbeiten. Das ist ein großes Privileg. Ein Borusse, der aus Erfahrung spricht. Treue ist kein Gefühl. Treue ist eine Entscheidung. So lautet die Botschaft der BVB-Fans bei seinem Abschied im Sommer 2015. Nach den Erfolgen als Spieler startet er auch in seiner neuen Position voll durch. Als Gruppensieger in der Champions League und noch ungeschlagener Herbstmeister. Wir haben, glaube ich, in den letzten Monaten an vielen Dingen einfach geschraubt und viele Dinge haben auch gut zusammengepasst und der Trainer ist sehr, sehr gut angekommen. Auch die neuen Spieler, die wir verpflichtet haben, haben sich toll integriert und es wird eine richtige Mannschaft. Eine Mannschaft, ein Team, geführt von Trainer Lucien Favre. Dazu ein breiter Kader mit hochkarätigen Neuzugängen. Damit hat die sportliche Leitung wieder mal ein goldenes Händchen bewiesen. Ähnlich wie schon vor Beginn der Saison bei der Rückkehr von Sebastian Kehl. Ja, sehr schöner Beitrag. Schön, dass du bei mir bist, Sebastian. Freue ich mich, was passiert in dir, wenn du so einen Beitrag über dich siehst. Macht es dich vielleicht auch ein bisschen stolz? Ja, zunächst einmal macht es mich natürlich glücklich, weil ich wieder zurück bin bei meinem Club. Und wir, glaube ich, in diesem halben Jahr eine tolle Geschichte schreiben konnten. Einiges im Sommer natürlich auch aufzuarbeiten war. Und wenn ich zurückblicke, dann liegt das ja schon fast wieder ein halbes Jahr zurück. Die also Zeit vergeht schnell, ne? Die Zeit rast. Und ich meine, ich kannte es als Spieler, aber jetzt in dieser Funktion auch noch mal deutlich schneller. Und die englischen Wochen, sie fliegen nur so vorbei. Und jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Wir haben die Herbstmeisterschaft eingefahren. Also es ist wirklich viel passiert in den letzten Wochen und Monaten bei mir persönlich. Aber ich glaube, hier auch im Club. Aber wir können, denke ich, auf eine ganz spannende Zeit zurückblicken. Jetzt wollen wir natürlich top aktuell auf unseren Gegner eingehen in der Champions League. Es geht gegen Tottenham Hotspur. Was war der erste Gedanke, als du gelesen hast, dass wir gegeneinander spielen? Es hätte uns vielleicht mit Liverpool auch noch einen Tick schlimmer treffen können. Trotz alledem ist es eine englische Mannschaft, die im Moment auf Platz 3 in der Premier League steht, die extrem erfahrene, aber auch eine hochqualitative Mannschaft hat. Vorne natürlich mit Kane und mit den musst du übernehmen. Ja, den muss ich übernehmen, genau. Ja, weiß ich nicht, ob ich es schaffe, bis zum Februar noch fit zu werden. Aber nein, wir brauchen definitiv keine Angst haben vor diesem Gegner, zweifelsohne nicht. Wir haben im letzten Jahr ja gegen Tottenham auch schon gespielt. Da können wir ja noch was gut machen, oder? Ein bisschen was gut machen, definitiv. Ich glaube aber auch, dass die Mannschaft in diesem Jahr ein ganz anderes Gesicht hat. Und deswegen gehen wir natürlich mit großer Hoffnung in diese beiden Spiele. Ich glaube, Tottenham wird sich auch nicht gefreut haben, dass sie Borussia Dortmund bekommen haben. Deswegen werden es zwei sehr attraktive Spiele werden. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Hättest du damit gerechnet, dass es so gut läuft in der Liga und dass wir sogar so früh Herbstmeister sind? Nein, haben wir natürlich alle nicht geglaubt. Wir haben es natürlich ein Stück weit. Aber ich glaube schon, dass du mit deiner Erfahrung, du bist ja bei jedem Training dabei gewesen. Ich bin ja jetzt nur bei den Trainingslagern dabei und dann habe ich gesagt, schon gedacht, boah. Das sieht irgendwie gut aus. Du bist jetzt auch noch bei jedem Training dabei. Das sind schon tolle Jungs. Ja, wir haben auch versucht, natürlich einen anderen Geist reinzubringen und haben ja ein paar Veränderungen vorgenommen, auch auf der Kaderseite. Im Sommer haben wir viel diskutiert und ich glaube, dass viele Dinge jetzt einfach zusammengreifen. Der Trainer macht einen hervorragenden Job, einen klaren Plan vom Fußball, sehr intensiv auch trainiert von Anfang an, die Mannschaft in einem anderen Fitnesszustand. Und ich glaube, so wie wir jetzt im Moment auch wieder spielen, macht es richtig Spaß. Da ist ein großer Geist wieder entstanden, auch eine große Fannähe wieder entstanden. Auch da
haben wir ja ein paar Punkte gehabt, an denen wir arbeiten mussten. Und somit stimmt die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft und ich glaube auch im Club jetzt wieder. Und das müssen wir natürlich jetzt versuchen, in den nächsten beiden Spielen auch mitzunehmen. Das werden auch keine leichten Aufgaben. Aber dass es jetzt so gut gelaufen ist, das konnte keiner erwarten, weil wir uns einfach auch eigentlich ein bisschen mehr Zeit nehmen wollten für diesen Umbruch. Und auch mit einem neuen Trainer, mit neuen Spielern manchmal auch nicht so ganz genau klar ist, ob alles von Anfang an funktioniert. Wir haben mal im Archiv so ein bisschen gewühlt, Sebastian. Vor Beginn warst du ja bei mir auch bei Brinkhoffs Ballgeflüster und hast dich dazu geäußert, was du nach deiner Spielkarriere am meisten vermissen wirst. Das Gefühl nach einem Sieg. So dieses emotionale Gefühl nach einem Sieg, nach einem gelungenen Spiel, nach Hause zu gehen, zufrieden zu sein. Emotionalität war das, was ich am meisten vermisst habe. Ja, ich habe nachgezählt. Das Gefühl hattest du nach deiner Rückkehr schon nach 18 Pflichtspielen. Ist dieses Gefühl ähnlich als das, wie damals als Spieler? Ja, ist wirklich anders. Auch da gewöhne ich mich immer noch daran, mich in dieser Rolle ein bisschen emotional zurechtzufinden. Man ist halt nicht mehr auf dem Platz so richtig. Trittst du noch manchmal unten mit? Ja, ab und zu tritt man mal mit oder regt sich auch auf. Also emotional auf der Bank lebe ich auf jeden Fall. Aber es fühlt sich halt nach Siegen dann doch ein bisschen anders an, weil man jetzt eine andere Rolle hat, weil man auch, oder weil ich auch schon direkt nach Spielende eigentlich schon wieder überlege, naja, okay, worauf muss man jetzt achten? Was sind die nächsten Schritte? Dann sitzen wir mit dem Trainer in der Kabine und diskutieren schon über morgen, über verletzten Situationen. Also man lebt im Moment einfach noch einfach anders. Und ich meine, wenn ich mich jetzt an das Derby erinnere, als wir in Brakel angekommen sind und wurden von unseren Mega-Fans einfach empfangen nach diesem geilen Spiel. Ich habe mich richtig für die Spieler gefreut, die dann ja auch nochmal... Die kriegen dann natürlich den ganz besonderen Spirit nochmal hautnah mit, oder? Und das ist halt jetzt für mich ein bisschen eine andere Situation, weil ich weiß, wie sie sich als Spieler anfühlt, aber ich bin jetzt nun mal auch kein Spieler mehr und deswegen wird das alles noch ein bisschen Zeit brauchen. Aber es ist schön, dass ich so eng nah und intensiv dran bin, denn ansonsten wird es ja auch keinen Spaß machen. Ja, wir haben eine Seitenwahl für dich vorbereitet. Das heißt, ich mache zwei Vorschläge und du musst dich einfach entscheiden. Okay, also einfach nur, okay. Heimsieg gegen Bayern oder Derby-Sieg bei den Blauen? Derby-Sieg bei den Blauen. Das ist, wenn man so lange hier ist, da gibt es nur Derby-Sieg. Da brauchen wir gar nicht lange überlegen. Rotwein mit Lucien Favre oder ein kühles Brinkhoffs mit Michael Sorg? Oh, das ist nicht ganz einfach, die Frage, oder? Der Trainer trinkt im Moment nicht so viel Wein, deswegen trinke ich das Bier mit Michael. Das ist schön. Ich glaube auch, der Michael trinke. Doch, der trinkt auch mal ein Bier. Aber der trinkt eigentlich auch, also eigentlich wäre die Kombination besser an Rotwein mit Lucien Favre und Michael Zorg. Also das wäre noch besser, das stimmt. Das Beste. Einigen wir uns da drauf. Schwarz-gelbe Weihnachten oder einfach mal abschalten mit der Familie? Ja, ganz klar, abschalten mit der Familie. Ich freue mich jetzt auf die Zeit, weil es doch auch ein sehr intensives Jahr für mich war und ja, ein bisschen Zeit mit der Family, mit den Kindern zu verbringen, das wird schön. Jetzt wollen wir uns mal auf das Spiel gegen Düsseldorf natürlich ein bisschen einstimmen. Es ist nicht mehr lang hin. Du hast in deiner Karriere ein Tor gegen Fortuna Düsseldorf geschossen. Erinnerst du dich dran? Das war ein Elfmetertor, oder? Also Elfmeterschießen haben wir im DFB-Pokal gehabt. Stimmt. Ja, Düsseldorf hat aber auch nicht so häufig in der ersten Liga gespielt. Also die Quote hört sich jetzt so ein bisschen an, als hätten die schon 100 Mal gegen Düsseldorf gespielt. Wir schauen mal drauf auf deine ganz besonderen Momente im schwarz-gelben Dress und auf dein wichtiges Tor gegen Düsseldorf auf dem Weg zu einem unvergessenen Erfolg. Fortuna Düsseldorf, in der jüngeren Vergangenheit ein eher seltener Gegner. Nur 3 Aufeinandertreffen in den letzten 10 Jahren. Aber immer mit dabei Sebastian Kehl. Besonders in Erinnerung das Pokalduell im Dezember 2011. Ein Spiel wie gemacht für den damaligen Kapitän. Intensiv, hart, umkämpft. Und auch dank unserer Nummer 5 mit dem besseren Ende für Schwarz-Gelb. Am Ende des Wettbewerbs dann der Titelgewinn. Das Double geht nach Dortmund. Ein entscheidender Schritt auf dem Weg dahin, der Sieg in Düsseldorf im Dezember 2011. Ja, wenn du auf das tolle Tor nochmal zurückblickst und auf das Double, das war sicherlich das Highlight
deiner Karriere wahrscheinlich, oder? Ja, das Double auf jeden Fall. Ich meine, Meisterschaft hier mit Borussia Dortmund zu feiern, 3 Stück hatte ich hier erlebt in meiner aktiven Zeit. Und das Double war natürlich ganz besonders. Aber ich kann mich noch gut an dieses Spiel in Düsseldorf erinnern. Zwischenzeitlich sind wir ja mit 10 Mann dann aufgetreten, weil dein, darf ich eigentlich Kollege sagen, der dich ab und zu mal hier vertritt, der Ovo, ist da ja leider raus. Vom Platz geflogen. Ist da leider Ovo. Raus, ja, weil Ovo auch ein fieser Treter gewesen. Oh. Nein, aber es war ein super emotionales Spiel. Ich habe mich noch echt wirklich. Man hat das gesehen, du hattest auch richtig Spaß daran. Ja, nein, das war eine total aufgeheizte Atmosphäre. Es war extrem eng und am Ende haben wir das Ding eiskalt, haben wir das gewonnen, das Spiel. Aber ich kann mich wirklich noch gut daran erinnern, dass wir dann nachher im Bus saßen. Das war das letzte Spiel damals. Wir sind danach in den Urlaub aufgebrochen und ich glaube mich noch recht auch daran zu erinnern, dass wir dann nochmal irgendwie so eine kleine Snackkurve eingelegt haben, und einen kurzen Snack eingenommen haben auf der Heimfahrt nach Dortmund und 1-2 Kisten Bier standen im Bus. Oh. Das gab es also auch mal. Das war das letzte Spiel. Das wird uns morgen dann nicht passieren, weil wir danach nochmal Freitag ran müssen. Das stimmt. Aber an Düsseldorf haben wir gute Erinnerungen. Spiel ist ganz wichtig, das ist logisch. Die Bayern haben sogar gegen Fortuna Punkte liegen lassen. Also von daher sollten wir sicherlich gewarnt sein. Worauf muss Lucien Favre als Trainer achten in Düsseldorf? Na, zunächst einmal haben die Düsseldorfer jetzt gewonnen am Wochenende. Das wird ihnen ein bisschen mehr Selbstvertrauen geben. Auf der anderen Seite werden wir das Spiel natürlich dominieren. Ich glaube, wir werden viel Ballbesitz haben. Düsseldorf wird vielleicht ähnlich agieren, wie sie das gegen Bayern München getan haben. Mit vielen Defensiven, mit einer Spitze. Mit 8 Defensiven. Versuchen dann auch das Tor zu verteidigen. Ich denke, auf das müssen wir uns einstellen. Also geduldig bleiben, immer wieder auch die Seiten verlagern, schnell nach vorne spielen. Und dann musst du halt irgendwann mal ein Tor machen, weil dann werden sie Räume preisgeben müssen. Und dann haben wir im Umschaltspiel sicherlich auch die Möglichkeiten auf ein zweites und ein drittes Tor. Witzel, Delaney, Diallo, Alcázar, das ist Musik in den Ohren eines BVB-Fans. Es ist einfach traumhaft, das mitzuerleben. Klopft ihr euch manchmal wenigstens selbst mal auf die Schulter und sagt, aber das haben wir gut gemacht. Ja, also ich meine, ich bin im Sommer dann neu dazugekommen, muss ja sagen, Michael hat wahnsinnig viel Vorarbeit schon wieder geleistet gehabt und ich habe ja auch von ihm im Sommer viel lernen können, was die Kaderplanung, Strukturen angeht und lerne natürlich jeden Tag auch jetzt mit ihm noch. Aber ich glaube, dass wir uns einfach zusammengesetzt haben und viele Dinge diskutiert haben, das hat geholfen, dass aber auch klar war, dass wir an ein paar Dinge am Team schrauben müssen und dass wir auch vielleicht versuchen müssen, eine neue Achse zu kreieren. Hat man auch ein bisschen Glück, dass mit Axel Witzel am Ende noch jemand verfügbar war. Und Thomas Delaney war hier schon länger auf dem Schirm. Und Paco war am Ende ja auch so, dass Michael ihn schon sehr, sehr lange beobachtet hat. Aber am Ende hatte man auch nicht davon ausgehen können, dass Barcelona ihn freigibt. Also wir hatten einige Spieler auf dem Schirm. Es passt jetzt aber sehr gut. Und natürlich muss der Trainer auch das, was ihm jetzt zur Verfügung steht, an Qualität auch richtig einsetzen und dann ein gutes Gefühl rauskreieren. Und das hat er geschafft. Und deswegen gebührt ihm das größte Kompliment. Es macht einfach Spaß, BVB-Fan zu sein und der Mannschaft zuzuschauen. So, jetzt, wie soll ich es dir sagen? Was kommt noch? Dönekes mit Fritz kommt noch. Dönekes mit Fritz. Fritz, unserem Fritz. Unser Fritz. Fortuna und Borussia, da gibt es Parallelen. Düsseldorf und Dortmund gewannen als einzige Clubs in echten Endspielen vor der Bundesliga in rein westdeutschen Duellen die Meisterschaft. Da kannst du dir vorstellen, wer soll das wissen, außer Fritz? Der hat, muss ja selbst nachlesen. Fortuna Düsseldorf. Ich zähle gleich runter, 3, 2, 1 und dann musst du dich entscheiden. Ich allerdings auch. Fällt mir diesmal schwer. 3, 2, 1. Das stimmt. Fortuna Düsseldorf gewann 1933 mit 3:0 gegen Schalke 04. Borussia Dortmund 1963 mit 3:1 gegen den 1. FC Köln. Schön. Unentschieden. Dreimal erzählt Fritz uns was. Okay. Ich bin gespannt, was jetzt wieder für eine unfassbare Geschichte kommt. Borussias wohl wichtigster Sieg gelang in Düsseldorf, nämlich mit einem 8:0. Oh, warte. Das könnte eine Fangfrage sein. Also in Düsseldorf 8:0, ja, okay. 3,
2, 1 gegen Fortuna Köln. Das stimmt. Wer erinnert sich nicht an die Relegationsspiele gegen Fortuna Köln? Dort 0-2 verloren, zu Hause 3-1 gewonnen und im entscheidenden Spiel in Düsseldorf gewann der BVB 8-0. Naja, gut. Was soll ich sagen? Alter hilft dann schon ein wenig bei solchen Fragen. Was du sagen kannst, toll, Norbert. Ja, super. Prima, Fritz. Ich stelle eine Frage aus der Neuzeit. Ich bin gespannt. Fortuna und Borussia, da gab es in der Saison 1983-84 sensationelle Ergebnisse. In Düsseldorf verloren die Borussen 0-7. Im Rückspiel in Dortmund verloren die Fortuna 0-6. Da war ich 3 Jahre alt, übrigens. Und ich ja. Ein bisschen älter. Ja, du hast es vielleicht schon noch mitgekriegt. Das war ein Jahr, bevor ich Profi geworden bin. Ja, also. Ja, aber da hab ich beim 1. FC Köln auch gespielt. War das die Neuzeitfrage jetzt? Das war die Neuzeitfrage. Okay, kommt 3, 2, 1. 06, 0, 3, 2, 1. Das muss ja irgendwann noch mal eine Frage nicht stimmen. Das stimmt. Es war so in dieser Saison, Fortuna gewann das Heimspiel sehr hoch und der BVB revanchierte sich im Rückspiel. Ja, da schauen wir mal mit Genuss auf den Zwischenstand. Du wolltest mir noch gratulieren, habe ich das richtig verstanden oder war das? Frage aus der Neuzeit hatten wir besprochen. Ja, warte, 83. Ja, genau. Dankeschön. 29-25 für mich gegen die Allwissenden. Und bei seiner Knieverletzung im Moment müssen wir natürlich auch zusehen, dass Nobby unwahrscheinlich viel positive Schlagzeilen bekommt, damit das schön heilt. Was sollte mit einem schlechten Ergebnis heute rausgehen? Das Nobby, ist eine Entschuldigung. Gratulation. Für deine desolate Leistung, die ich einfach so nie wahrnehme. 2-1. Ich könnte mit Fritz nochmal sagen. Nein, sehr gut. Du musst mit Fritz sprechen. Ja, das ist ja unfassbar. Fritz, ja, du hast uns noch was mitgebracht, was ganz toll ist. Am Wochenende war es sehr emotional bei uns im Stadion. Und du hast etwas mitgebracht von einem sehr verdienten Spieler. Nuri Sahin. Mit Nuri ja noch zusammengespielt. Hat er mir noch in die Hand gedrückt, persönlich unterschrieben. Demnach, das können wir gerne versteigern. Und aber insgesamt ja auch für Nuri ein sehr emotionaler Abschied hier am Samstag. Ich glaube, für uns alle auch so ein bisschen, Sebastian. Das ist einfach, es ist einer von uns. Ja. Und wenn der dann so in so einem grün-weißen Jersey daherläuft. Komisch. Das ist komisch, das stimmt. Das ist genau der richtige Ausdruck. Genau. Er war ja schon mal weg, als er damals in Madrid auch weg war. Aber jetzt wünsche ich mir Nuri alles Gute, genau, dass er seinen Weg weitergeht. Das könnt ihr ja steigern. Ganz einfach in unseren Online-Shop gehen, unter Auktion. Und dann könnt ihr bieten. Das muss richtig was bringen. So, vielen Dank, Sebastian. Jetzt geht's vielen Dank dafür. Morgen nach Düsseldorf. Wir drücken die Daumen. Ihr drückt zu Hause die Daumen für unsere Jungs, dass wir den nächsten Dreier einfahren. Oder vielleicht reicht ja auch einer. Mal schauen. Aber wir wollen natürlich immer den Dreier, dass vor allen Dingen alle gesund bleiben. Vielen Dank dafür, dass du heute gekommen bist. Schön, dass du in dieser Funktion für den Verein tätig bist. Alles Liebe und Gute. Bis dahin, herzlichen Sebastian. Dank. Tschüss. Euch auch ein schönes Weihnachtsfest. Alles Gute. Tschüss, macht's gut.